Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, die Beweglichkeit im Tischtennis optimieren. Das heißt, wie kannst du besser werden, wenn du eben beweglicher bist? Wie können wir erreichen, dass wir beweglicher sind? Darum geht es heute in diesem Video. Ich freue mich auf dieses Thema, denn Krafttraining und Fitness und Beweglichkeit, das gehört alles zusammen und ist ein sehr wichtiges Thema für uns Tischtennisspieler. Wenn es um das Thema Beweglichkeit geht, dann stoßen wir oft schnell an das Thema Dehnen. Doch wie dehnen wir uns richtig, wann dehnen wir uns richtig und genau, wie machen wir das eigentlich, dass wir dann dadurch erfolgreich sind? Da fangen wir erstmal ganz, ganz klein an. Also wir haben eben verschiedene Muskeln in unserem Körper und auch Gelenke. Und diese Gelenke sind eben entscheidend dafür, ob wir eben beweglicher sind oder nicht. Da gibt es unterschiedliche Gelenke, die eben die einen mehr beweglich sind, die anderen weniger. Und wir müssen eben die beweglichen Gelenke so funktionell machen, dass wir eben dadurch im Tischtennis besser werden. Während meiner Zeit auf der Fachoberschule, auf der ich mein Abitur gemacht habe, hatte ich den Zweig Gesundheitswissenschaften. Darin ging es um die zahlreichen Krankheiten und Krankheitsmodelle, aber auch eben, wie unsere Muskeln, unser Körper allgemein funktioniert. Das heißt, ein Thema waren auch die Gelenke. Und bei den Gelenken gibt es verschiedene Gelenke eben, die unterschiedliche Bewegungsrichtungen haben und eben anders im Körper funktionieren. Das sind zum Beispiel das Planisgelenk, Scharniergelenk, das Sattelgelenk oder das Kugelgelenk. Kugelgelenk kennt jeder wahrscheinlich von euch, das ist bei der Schulter dann hier. Das Kugelgelenk ist von den eben genannten Gelenken das Gelenk, das am meisten beweglich ist. Neben den Gelenken, die beweglich sind, gibt es auch Gelenke, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind. Es gibt einige Forschungen, die sich mit dem Thema Beweglichkeitstraining beschäftigen. Die einen sagen, dass Beweglichkeitstraining zwar das Verletzungsrisiko sinken kann, aber nicht unbedingt leistungssteigernd sind. Andere jedoch sagen, dass eben bei einem langfristigen Dehnungseffekt, also wenn du dich langfristig dehnst, Beweglichkeitstraining machst, dann wirst du eben erfolgreich sein. Es ist jedoch so, dass sich kurzfristiges Dehnen negativ auf die Leistung der Athleten auswirken kann, jedoch langfristig ist es positiv. Das haben zahlreiche Wissenschaftler so erforscht. Ich selber bin kein Wissenschaftler, aber ich kann dir eben nur das weitergeben, was ich selbst gelernt habe. Deswegen versuche, wenn du dich dehnst, langfristig zu dehnen, also über einen längeren Zeitraum, nicht nur, okay, jetzt dehne ich mich am Wettkampftag, sondern länger, über einen längeren Zeitraum, dann wirst du auch spürbare oder sichtbare Erfolge erzielen. Wenn du jedoch nur kurzfristig dehnst, also mal an einem Tag, nur am Wettkampftag, dann wird sich eigentlich das Ganze negativ auswirken. Klar, wir denken immer, okay, jetzt dehne ich mich mal vorm Spiel oder danach oder so, das wird bestimmt gut sein. Aber im Endeffekt wirkt sich das Ganze eher negativ auf die Leistung aus. Deswegen, wenn du dich dehnst, wenn du das Ganze machen willst, dann mache das langfristig, denn nur so kannst du den maximalen Erfolg erzielen. Es gibt zum Beispiel dieses passive Stretching. Zum passiven Stretching gehört auch das Faszien-Stretching. Dazu wird meistens eine Black Roll verwendet. Also ich selbst verwende diese Black Roll, ich mache keine Werbung jetzt dafür oder so, aber mit dieser Black Roll kannst du eben dein Faszien-Dehnen machen und ist sehr gut für Tischtennisspieler geeignet. Ich mache das selbst vor Punktspiel manchmal, währenddessen, also wenn ich mich irgendwie gerade schlecht fühle während dem Spiel oder so oder davor, dann dehne ich mich darauf. Da gibt es einmal diese große Rolle oder auch so kleine Kugeln, die perfekt für den Rücken zum Beispiel sind, für die Gelenke da, die ein bisschen zu belasten. Und auf die Dauer gesehen, also langfristig, wenn du die Black Roll benutzt, kann die sich wirklich leistungssteigernd auswirken. Also auch im Profisport, bei Fußballern kenne ich das oft, die benutzen alle diese Black Roll, weil das wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt ist. Also mit der Black Roll kannst du einfach ins Auto werfen, kannst du überall hin mitnehmen und kannst dich, oder daheim, und kannst dich einfach damit dehnen. Neben dem passiven Stretching gibt es auch das aktive Stretching. Das aktive Stretching wird immer beliebter eigentlich in zahlreichen Sportarten, weil man damit eben so ein dynamisches Warm-up machen kann. Die Bewegungen werden zum Beispiel schneller gemacht, also während dem Joggen wird dann oft so ein aktives Stretching gemacht und das kann eben auch dazu führen, dass deine Leistung gesteigert werden kann. Doch da ist auch wieder so, versuche das Ganze über einen längeren Zeitraum zu machen. Es ist wie in allem, in Ernährung, Krafttraining, Tischtennistraining. Du musst die ganzen Dinge über einen längeren Zeitraum machen und dann kannst du auch Erfolge erwarten, wenn du das Ganze richtig mit einem guten Konzept machst. Regelmäßiges Training jedoch sorgt langfristig für Erfolg. Regelmäßiges Training zum Beispiel ist auch gut für die Zunahme der Kraftproduktion und der Kontraktionsgeschwindigkeit. Ich möchte meine vier wichtigsten Punkte nochmal festhalten, damit du die wirklich verinnerlichst. Punkt 1 ist, regelmäßiges Dehnen ist leistungssteigernd.
Es hat immer einen viel, viel größeren positiven Effekt, als sich kurzfristig nur einmal zu dehnen. Deswegen mein Tipp an dich, dehne dich, wenn du dich dehnst, wirklich über einen längeren Zeitraum. Maximal 60 Minuten vor dem Training oder Match solltest du dynamisches Dehnen machen. Punkt Nummer 3 ist, nach dem Training passives Stretching. Also wichtig, vor dem Training oder Wettkampf dynamisches Dehnen und nach dem Training oder Wettkampf passives Stretching. Punkt Nummer 4 ist, was ich dir empfehlen kann, kauf dir wirklich eine Black Roll, denn das ist wirklich der einfachste Weg, um deine Beweglichkeit zu verbessern. Wie ich schon mal in einem anderen Video gesagt habe, ist es eben wichtig für deinen Erfolg, dass du alle Faktoren berücksichtigst. Alle Komponenten sind wichtig, mehrere Komponenten sind zumindest wichtig und eine davon ist eben auch die Beweglichkeit. Deswegen versuche diese Tipps ein wenig zu berücksichtigen und dann kannst du auch eben mit dem Dehnen erfolgreicher Tischtennis werden.